Endlich ist es soweit. Die Verbotsliste ist draußen. Die Banlist ist da. Die Banlist, sie ist hier. Sie ist direkt vor uns. Und wir werden uns heute jetzt sofort diese Banlist anschauen. Genau, das heißt Free Content Time. Und Grüße gehen erstmal raus an den guten Schattenspieler, der wahrscheinlich wieder eine Reaction auf uns YouTuber machen wird. Jupp. Also, nimm dir, was du willst. Oh, glaub mir, das werde ich machen. Doch warum sich den Stress machen, ganz schnell eine Reaction machen zu wollen zu der Verbotsliste? Sonst geht es so wie Rinny Brain, der es nicht mal geschafft hat, seine Haare zu trocknen. Dreimal dürft ihr raten, was ich gerade gemacht habe, als die Banlist gedroppt worden ist. Ja. Und genau deshalb gucken wir uns heute mal an, was so einige YouTuber eben gesagt haben zu der Verbotsliste. Also Leute, wie immer hier eine kleine Zusammenfassung. Und ja, was ist das eigentlich für eine Verbotsliste? Julio hat es wie folgt zusammengefasst. Die hat es diesmal wirklich in sich. Wir haben einige Änderungen. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Doch ob er damit wirklich recht hat oder nicht, werden wir gleich auf jeden Fall sehen. Ich fand auf jeden Fall sehr interessant, als ich die ganzen Videos angeguckt habe, dass man eigentlich die Reactions bzw. die Videos zu den Verbotslisten wie folgt zusammenfassen kann. Zum einen gab es da die Karten, die man eben erwartet hatte. War klar? Tja. Ja, also aber es war doch klar, es war doch klar. Das war klar, auf eins, okay? Also, ich glaube, das war so, das war ziemlich obvious, so, ne? Und zum anderen eben das hier. Hä? Moment mal. Was? Okay. Na gut. Wir nehmen es mal so, wie es ist, ne? Und schauen dann mal weiter, was da noch so kommt. Ja. Echte Kenner eben, ne? Aber was genau hat sich denn jetzt eigentlich geändert? Kommen wir zur ersten Karte, die eigentlich, ja, sehr erwartet war. Und dann natürlich die Karte, die jeder gefordert hat. Der wahre König aller Katastrophen ist verboten. Das haben viele schon, ich glaube, die letzte Liste erwartet und ich glaube auch sogar schon die vorletzte. Jetzt ist es nun gekommen, alle dürfen sich freuen. Und ja, was soll ich da groß zu sagen? Ja, die Karte sollte verboten werden, sie ist verboten worden. Also, auf zur nächsten Karte. Benten. Was? Alter. Ja, also aber es war doch klar, es war doch klar. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Drayton und einem nicht once per turn bei Benten. Okay, Cyber Angel Benten. Das war klar, auf eins, okay? Also, ich meine, Benten ist einfach, OPR geht's nicht, okay? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee gewesen, eben hier die Konstanz zu hitten. Wenn man Virtualwelt eben schon sein Bossmonster geklaut hat, dann muss man ebenfalls bei Tritron irgendwas machen, zum Beispiel die Konstanz hitten, was sie eben gemacht haben. Aber doch beim anderen Tritron-Hit, da hatte man nicht so den Plan, warum das eigentlich passiert ist. Okay, Union Cameo. Also damit habe ich gar nicht gerechnet, also die Karte hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber Union Cameo. Habe ich jetzt schlecht ist jetzt heftig vermutet, dass der jetzt kommt. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also Spielmoment gesehen? Really? Nani? Aber warum wurde er jetzt denn gebannt? Weil diese Karte ermöglicht es halt, oder hat es bis vor kurzem noch ermöglicht, dass man sich zum Beispiel Handtraps wie eine Lancea einfach quasi auf vom Spielfeld zurück auf die Hand nehmen kann. Das heißt, man musste nicht mehr als eine Kopie davon spielen, weil es halt immer wieder Decks gab, die das Ganze wirklich sehr, sehr gut ausnutzen konnten. Und es ah ja, stimmt. Hatte ich voll vergessen, dass man den gebannt hat, weil man sich ja einfach eine Handtrap quasi suchen kann. Und der wurde ja auch quasi sonst nirgendwo gespielt. In Drytron schon, aber ja, ich meine, man hat ja Morgenrötenritter nicht gespielt in Drytron, um damit irgendwie was zu machen. Nee, das hat nichts mit Drytron zu tun. Das muss was mit diesen searchbaren Handtraps zu tun haben. Ja, ich glaube deshalb wurde die gebannt. Doch machen wir lieber weiter mit dem letzten Bann der Liste, und zwar Utopia Sexel. Okay, Utopic Sechsel ist drauf. Das ist interessant. Was für Utopic Sechsel? Wieso ist Sechsel verboten? Wer zur Hölle hat denn bitte Numeron gespielt? Nee, das ist okay. Halt nicht mehr die Karte, die jetzt noch so problematisch war. Und was sagt Julio dazu? Beiden erwarteten Karten. Hier ist erstmal die Nummer S0, Utopisches Sechsal, die jetzt neu auf der Verbotsliste drauf ist. Hä, das passt doch gar nicht mit dem, was Herz der Karten und CK Phoenix gesagt haben. Doch wer hat denn jetzt recht? Naja, Julio, ist ja nicht so, dass im nächsten Hauptset irgendwie Support rauskommt. Das bedeutet, dass quasi jeder, der zwei Level 4 Monster stellen kann, eben Utopia Sechsel spielen kann. Und das wäre doch schon ein bisschen unfair. Aber nur ein bisschen.
Kommen wir jedoch jetzt zur nächsten Karte, und zwar Zerstörungsschwert des Drachenbusters. Und da gucken wir uns einfach mal an, was so die anderen so dazu gesagt haben. Okay, wir haben Dragonbuster, klar, Union Carrier ist raus. Wir haben Dragonbuster Destruction Sword. Ja, gut. Offensichtlich, ne, wenn Q-Carrier gebannt wird, dann kann der natürlich auch wieder zurück. Wenn Union Carrier verboten ist, dann kann man den Drachenbuster Wailbling zurückbringen. Und das ist genau die richtige Entscheidung, dass man das nicht irgendwie 5 Listen später erst macht, sondern einfach direkt, weil nämlich da endlich mal erkannt wurde, dass die Karte dann kein Problem mehr ist. Okay, und wie erklärst du dir das hier? Und das ist genau die richtige Entscheidung. Ja, genau, richtige Entscheidung. Definitiv nicht. Es hat ja nicht mal 3 Stunden gedauert, bis eben die ersten Leute diesen Drachen gefunden haben, womit man eben in Dragon Link wieder diesen Lock legen kann. Und wehe die YouTuber, die jetzt gesagt haben, dass diese Karte kein Problem ist, werden in der nächsten Prediction sagen, die Karte muss gebannt werden. Das ist ein Problem. Und damit wir das ja auch ein bisschen beschleunigen können, zum Ende hin können wir zu den letzten Karten noch Folgendes sagen. Aber ansonsten jetzt hier die Karten, die zurückkommen, ist halt auch alles relativ klar und logisch. Ja, aber ich glaube, man braucht zu den anderen 3 Karten nicht wirklich viel sagen. Tigerkönig hat eben ein Erratum bekommen. Das bedeutet, ja, kann auf jeden Fall auf 3 kommen und ist eben ein kleiner Support für das neue Structure Deck. Zum einen Dracho-Bezwinger. Ja, was soll ich sagen? Der hätte schon längst auf 3 gekonnt. Jetzt ist er endlich auf 3. Badish hat man eh nur einmal gespielt und wird man auch nur einmal spielen. Das bedeutet, diese Karte kann eben auch auf 3. 3 oder 1 macht hier eben keinen Unterschied. Der Firewall Dragon kann ebenfalls auf 3 zurück, hat eine Erratum bekommen und ist eben ab Ghost from the Past erlaubt zu spielen. Bei der Rank-Up-Spell braucht man auch nicht wirklich viel sagen. Ich meine, Sexless Band, also kommt sie auch zurück. Und zu guter Letzt, bei Return brauche ich glaube ich auch nichts sagen, denn ja, die macht eigentlich auch nichts wirklich, solange Masterpiece eben banned ist. Masterpiece? Doch was fehlte jetzt eigentlich auf dieser Liste? Der Apache des Yu-Gi-Ohs fehlte Folgendes. Was mich wirklich so ein bisschen, also ich will nicht sagen stört, aber so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass es wieder keinen Hit gegen Endlich gab. Nicht einen einzigen. Naja, vielleicht, weil das Deck an sich kein OTK-Deck ist und es ein Backrow-Deck ist. Das bedeutet, du kannst eigentlich ziemlich gute Karten dagegen spielen, wie zum Beispiel Lightning Storm, Evilly Match oder Federwish oder andere Karten. Außerdem ist es eigentlich ein ziemlich faires Deck, denn es ist kein Deck, wo man sagt, ja, ich kann nicht spielen oder ich weiß nicht, wie ich dagegen spielen soll oder es ist absolut broken. Es ist fair. Ja, es ist eins der besten Decks und wird auch noch eins der besten Decks bleiben, aber es ist eigentlich ein ziemlich faires Deck, auch wenn viele dieses Deck eben nicht mehr sehen können. Doch irgendwie hat man noch etwas vergessen. Ich meine, irgendein Deck fehlt doch. Ich habe das nagende Gefühl, als ob ich irgendwas vergessen habe. Hey, wenn du es vergessen hast, war es sicher unwichtig. Ja, du hast recht. Ja doch, oder? Dragons! 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 Where's dragons? Where are the dragon heads? This is... Okay. Alright. 3-Tracer, Broltor, LP. How is LP? Naja, wo soll er sein? Der ist auf 1 und eben in Dragon Link. Ich meine, der hilft jetzt eben diesem Deck, das beste Deck des Formats zu werden und eben einen Lock legen zu können. Ich finde, da hat man nichts vergessen oder so. Nö. Also, finde ich fair. Finde ich gut. Finde ich gut. Doch was kann man abschließend jetzt zu dieser Liste sagen? Ich finde es eine gute Liste. Ja, ist eine gute Bannliste. Es ist eine gute Bannliste. Also ich muss sagen, dass es eine richtig, richtig coole Band ist. Und ja, was ist eigentlich meine Meinung zur Verbotsliste? Ich finde, die Verbotsliste tut ihren Job, auch wenn man halt bei Dragon Link irgendwie etwas vergessen hat. Das heißt einfach, dass wir jetzt ein Dragon Link endlich Format haben. Natürlich, bei endlich sind das wieder irgendwelche Varianten mit eben gewissen verschiedenen Mischdecks. Aber letzten Endes ist eben das jetzt das Format Dragon Link und eben endlich. Ich bin einfach gespannt, was die zukünftigen neuen Sets eben an dieser Meta ändern werden und was dann eben das Top-Tier-Meta-Deck ist. Zusammenfassend kann man zur Liste auf jeden Fall sagen, Dragon Link gefällt das. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ja, wir haben einen kleinen Einblick bekommen, was die Leute zu eben der Verbotsliste gesagt haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, nehmt nicht alles so ernst und viel Spaß beim Duellieren.